Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, Lubaka. Weiter geht's mit Disco Elysium. Liebe Leute, wir haben das Gespräch mit Klaas hier beendet, aber eine Sache haben wir noch nicht gemacht. Wir haben den Blick in ihre Augen noch nicht vollständig durchgezogen. Wir brauchen Willenskraft dafür. Wir hätten die Möglichkeit, uns jetzt hier drei Pillen reinzuschmeißen, um die Wahrscheinlichkeit ein bisschen zu verbessern. Und ich glaube, wir schauen da noch einmal rein. Das ist wirklich der Blick in ihre Augen. Ich glaube, um einfach ein bisschen besser herauszufinden, was eigentlich in ihr vorgeht. Momentan sind wir dabei 17%. Das ist wahrlich nicht viel. Und die andere Option wäre einfach bis morgen früh zu warten. Da würde sich die Moral ja aufladen. Oder dass wir irgendwas Schönes machen. Aber bei unserem, da wir jedes Mal einen Moralpunkt abgezogen kriegen, wenn wir was Blödes sagen, glaube ich, wird es nicht viel besser über den Tag hinweg. Insofern würde ich mal sagen, ich schmeiß mir mal hier drei Pillen rein, um das so gut wie möglich zu machen. Und wir hätten dann sogar noch mal die Chance, noch einen Punkt auf die Willenskraft zu geben. Allerdings ist das der allerletzte. Also mehr Punkte gibt es dann nicht auf die Willenskraft. Ich meine, es gab irgendeinen Gedanken, den wir freischalten können, wo wir da mehr reinpacken können, aber ich weiß gerade nicht mehr, welcher es war. Auf jeden Fall haben wir uns einen neuen Gedanken verdient beim letzten Mal. Wir haben nämlich Klaas hier ja gefragt, wie alt wir eigentlich sind, wie alt sie uns schätzt. Und wir wussten es selber nicht so genau. Kim hat uns ziemlich alt geschätzt und jetzt haben wir den Gedanken des Geburtsdatumsgenerators. Dein Gesicht, das Problem ist folgendes, dein Gesicht wirkt eher wie 58 und dein Körper fühlt sich wie 60 an. Dein Verstand fühlt sich an, als hätte er einen Tag oder 100 Jahre lang gelebt. Beide waren länger als nötig, der Tag und das Jahrhundert. Aber wie lange läuft dann dieses Etwas, das an deinem Empfindungsvermögen hängt, schon über die Kruste des Planeten? Es wird Zeit, dir das Hirn zu zermartern, Ältester. Wann und wo wurdest du geboren? Es gibt keinen Bonus und keinen Malus beim Forschen und es dauert 7 Stunden und wir haben einfach gerade überhaupt keinen Platz dafür. Wir haben sehr viele Gedanken schon in uns drin. Ich würde sagen, wir schauen noch einmal auf die Klamotten und das habe ich gerade freundlicherweise vorher schon einmal gemacht. Und zwar ist das die Rüstung gibt uns noch einen Willenskraftpunkt mit dazu. Das heißt, wir liegen jetzt nicht mehr bei 16, sondern bei 72%. Und da wollen wir doch mal hoffen, dass das reicht. Wir schauen ihr in die Augen. Jawohl. Sanfte, hellbraune Augen erwidern deinen Blick und starren direkt auf die Stelle hinter deinen Augenhöhlen. Du siehst, wie Rauch von ihren geschminkten roten Lippen emporsteigt. Sie ist schön. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, sagt die Willenskraft. Was ist denn? Diese Typen hier. Wer ich? Der Körperapparat sagt, wer ich? Die Elektrochemie sagt, ja, er redet von dir, du sehniger Idiot. Und von dir, sagt die Willenskraft. Von mir? Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Die Elektrochemie ist auch dabei. Jetzt streitet sich unser Körper. Sehr gut. Diese Typen sind sabotiert. Sie lässt sie nach ihrer Pfeife tanzen. Die kleinen Bleeps und Bloops, die dir Informationen liefern, denen kannst du nicht mehr vertrauen. Du meine Güte. Glaub es mir. Okay, welche sind denn genau betroffen? Unmöglich, das zu sagen. Momentan würde ich davon ausgehen, dass alle betroffen sind. So ein Quatsch, Mann. Ich bin nicht sabotiert, sagt die Elektrochemie. Der Typ ganz besonders. Der ist von allen am meisten sabotiert. So ein Quatsch. Ich will nur mal an der leckeren Mentholfluppe ziehen. Wirklich? Dann sag mal schnell, was ist unter ihrem Einteiler? Herrlichkeit, Wahrheit, Weichheit, beschütze sie. Sie will dich. Oh Gott. Unsere Elektrochemie ist völlig aus dem Häuschen. Okay, wie ist denn das passiert? Wie es sonst auch passiert, auf subtile Art und Weise. Ja, was mache ich jetzt? Du kannst nichts machen. Du bist, wie du bist und sie ist, wie sie ist. Die Dinge werden sich dementsprechend entwickeln. Kannst du die anderen nicht wieder hinbiegen? Nein. Was nützt mir dann unsere Unterhaltung hier? Ist es nicht besser zu wissen, dass einen jemand um den Finger wickelt, als es nicht zu wissen?
Okay, heißt das, dass sie mich angelogen hat? Ich glaube, davon kannst du ausgehen. Unser Schauspielkünstler hier hat sich bedeckt gehalten. Hätte er sich geäußert, wären es wahrscheinlich Lobgesänge auf ihre Ehrlichkeit gewesen, wie dieser. Nichts? Er bleibt weg? Tut mir leid. Aber dein Lügendetektor funktioniert nicht. Das liegt nicht an ihr. Er ist bloß völlig unqualifiziert und außerdem scheinst du ein Idiot zu sein. Aber das ist auch nicht ihre Schuld. Ja, unsere Schauspielkunst ist, glaube ich, nicht sehr groß ausgeprägt, ne? Na gut, was führt sie im Schilde? Fragen wir unsere Willenskraft. Das lässt sich nicht zuverlässig feststellen. Der Typ, der das normalerweise beurteilt, sagt. Und da kommt die Logik ins Spiel. Gut möglich, dass sie kontrollieren will, welche Informationen du erhältst, damit sie nicht in Verdacht gerät. Vielleicht hat sie eine Vergangenheit, der sie entkommen will und die nichts mit diesem Fall zu tun hat. Du bezweifelst, dass es etwas wirklich Schwerwiegendes ist. Siehst du, seltsam, wie zurückhaltend der Logiktyp ist, wahrscheinlich sabotiert. Du hast keine Angst, sie ist nur ein Mädchen. Vor knappen 10 Jahren war sie noch das Kind von jemandem, sagt unser Zwielicht. Okay, ich habe jetzt lange genug Selbstgespräche geführt, jetzt muss ich weitermachen. Keine Sorge, es waren nur 4 oder 5 Sekunden, du schaffst das. Okay, wir können die Augen schließen und den Moment verstreichen lassen oder sie ansprechen. Laut, ich glaube, wir sollten das laut aussprechen. Manipulieren Sie mich etwa? Nachdem du das Schweigen gebrochen hast, haucht sie eine kleine Rauchwolke aus und sagt: Du meine Güte, nein. Ja, toll. Jetzt haben wir 5 Willenskraftpunkte bekommen und das war's. Ein bisschen Erfahrung haben wir bekommen. Ja gut, jetzt wissen wir, dass sie uns irgendwie ganz schön um den Finger gewickelt hat. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, sie auf die persönliche Frage anzusprechen. Vielleicht doch mal. Mir ist aufgefallen, dass ihr Zimmer in der Nähe von meinem liegt. Ich hätte da eine persönliche Frage. Ja, uns trennt nur ein Zimmer. Sie schenkt sich mehr Kaffee ein. Sehr persönlich. Waren Sie Sonntagnacht auf Ihrem Zimmer? Ich muss wissen, was ich gemacht habe, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Das sollte ich ihr doch nicht sagen. Also, ich habe es ja sonst auch keinem erzählt, aber gut, okay. Jetzt gibt es nur die Option, das hier schon zu beenden. Ich sag's mal. Neuer Auftrag: Frage Klaas hier nach der Sonntagnacht. Nach Sonntagnacht, so rum. Das müssen Sie nicht wissen. Der Lieutenant tippt auf sein Notizbuch. Stattdessen sollten Sie normale Polizeifragen stellen, wie etwa, er wartet darauf, dass du den Satz beendest. Schnell, sag was Professionelles. Nein! Verdammt! Okay, kommen wir später darauf zurück. Dann gehe ich jetzt, aber das müssen wir machen, wenn Kim im Bett liegt. Also, Aufgabe privat nochmal eingestellt, oder haben wir hier Frage Klaas hier? Ja, da steht's aber auch. Wenn Kim nicht da ist und dich nicht davon abhalten kann, sie muss etwas wissen. Okay, das ist tatsächlich nochmal ein Geheimauftrag für uns. Das hätten wir ja auch ein bisschen vorher haben können, wenn wir Kim schon mal nach Hause geschickt hätten. Aber gut, so ist es jetzt. So, wo gehe ich denn eigentlich jetzt hin? Also runter gehe ich auf jeden Fall. Ja, wir können auf jeden Fall schon mal wieder mit Titus nochmal reden. Wir laufen ja immer hin und her zwischen den beiden als quasi Vermittler. Gehen wir nochmal runter in die Kneipe zu Titus Hardy und vielleicht, ja, was ist der nächste Schritt jetzt? Das ist auch eine gute Frage. Nachdem wir bei Efrat waren, könnten wir auch nochmal zu Joyce zurück und wir könnten auch nochmal zu Cindy, Totenkopf Cindy. Vielleicht, da wir jetzt wissen, dass sie, das haben wir ja von den Rockern erfahren, dass sie einer der Totengräber ist, vielleicht kriegen wir da die Farbe nochmal her, um die Wand schöner zu malen. Die Clowns treiben sich immer noch hier rum, sagt Titus. Was wollen sie jetzt? Also, ich habe Klaas hier nach dem Tonband gefragt. Und? Und nichts. Sie steht zu ihren Aussagen. So eine verfluchte Fotze. Er starrt 2 Sekunden lang auf sein Bier, angespannt. Dann wendet er sich dir und dem Lieutenant zu. Sie sind die schlechtesten Bullen von Reverscholl. Dieses Tonband war Gold wert. Ehrlich gesagt. Ja, es war schon ziemlich düsteres Zeug, ich würde das mal sagen.
Bewiesen hat es aber nichts und ihre Meinung hat es auch nicht geändert. Düster? Düster ist, wenn man eine gottverdammte Death-Metal-Band gründet. Er sagt darauf, dass er sie vergewaltigen will. Er schüttelt ungläubig den Kopf. Was hat sie denn dazu gesagt? Passt schon? Genau so soll man sich verhalten? Yippie, gottverdammt? Yippie hat sie nicht gesagt. Sie anzutörnen? Nee, genau genommen glaube ich, dass es so sie ein wenig nostalgisch gemacht hat. Wollen wir ihm das sagen? Weil das stimmt eigentlich. Ich sage erstmal, Yippie hat sie nicht gesagt. Das kann ich bestätigen, sagt Kim. Ach nein. Na dann, Yippie? Er ist zu wütend, um sein Bier zu trinken. Er starrt es nur an. Ach so, na dann, Yippie. Freut er sich, dass sie das nicht gesagt hat. So ist es gemeint. Ich sag mal dann, das nächste genau genommen, glaube ich, dass es sie ein wenig nostalgisch gemacht hat. Ja, genau genommen, der Lieutenant sieht erst dich an und dann ihn. Ich hatte das Gefühl, dass sie das Band eher witzig gefunden hat. Witzig? Titus nuschelt etwas, seine Lippen bewegen sich kaum. Diese üble, gottverdammte Psychohure. Alles klar. Er schlägt mit seiner riesigen Faust gegen den Türrahmen. Alles klipp und scheiß klar, dann ist wohl alles gut. Diese verfluchte... Bitte, Elisabeth schaltet sich ein, versuch dich in der Anwesenheit unserer Gäste zu beherrschen, Titus. Ihre Stimme ist etwas weicher als zuvor. Okay, Dorgana Megamix ist abgeschlossen, der Auftrag. Das ist einfach perfekt, einfach scheißperfekt. Was fällt Ihnen dazu ein, Gesetzesvollstrecker? Titus reibt sich mit der Handfläche übers Kinn, als würde er es glatt rubbeln wollen. Frauen sind verrückt, irrational, sagt unser Körperapparat. Das denkst du doch gerade, nicht wahr? Außerdem lechzen deine Hände geradezu nach einem freundschaftlichen Fauststoß. Wollen Sie wissen, was ich denke? Frauen sind verrückt. Vielleicht ist sie anders, als sie dachten. Selbstschutzmechanismus? Oder wir beenden das Thema. Oh Mann. Ja, ich meine, ja, wir wieder, ne? Wir müssten eigentlich irgendwas, ich meine... Die ersten beiden gehen, das finde ich irgendwie, Selbstschutzmechanismus finde ich jetzt ein bisschen zu komisch. Ich würde erstmal das Blöde sagen hier. Wollen Sie wissen, was ich denke? Frauen sind verrückt, Mann. Das passt, glaube ich, zu unserem Typen wieder ein bisschen. Das können Sie laut sagen, Polyp. Er streckt seine riesige Faust aus. Faustcheck. Also dann, stoß wuchtig zu. Du stößt dagegen hart, du stößt nicht dagegen. Das sind die Optionen. Wir stoßen natürlich hart dagegen. An Gesundheit zurückgewonnen. Deine Faust trifft auf seine. Hart. Der Stoß ist hörbar. Du kannst beinahe das Geräusch seiner Knochen vernehmen. Deine Knöchel kribbeln lebensbejahend. Ey, krass. Moral und Lebenskraft zurückgewonnen. Leider war beides voll. Na gut. Schmerz schießt durch deine Faust, als würdest du sie gegen Eisen schlagen. Er ist stärker, als er aussieht und er sieht aus wie Ramut Karzai oder Karzai. Und jetzt sie, Binoclar. Seine Stimme ist kumpelhaft, als er sich dem Lieutenant zuwendet. Der Lieutenant drückt seine Brille zurecht, dann streckt er seine geballte Faust aus und berührt damit leicht Titus' ledierte Knöchel. Nicht schlecht, sagt der Körperapparat. Okay. Ich glaube, dann sollten wir den Rest vielleicht sein lassen. Wir bleiben in der Kumpelstimmung. Ich sage, seien Sie ehrlich zu mir, Titus. Was ist. Nee, erstmal, wenn wir das fragen wollen, was wirklich passiert ist, dann müssen wir ihn ja ein bisschen aus der Reserve locken. Also, vielleicht ist sie anders, als Sie dachten. Nee, ich kenne sie. Abgelenkt sieht er nach oben. Sie ist nur ein Mädel, das der Sache nicht gewachsen ist. Sie ist ein Hardcore-Party-Girl, das einen größeren Todeswunsch als ich hat. Na, wir können einfach sagen, Titus, sie hat all meine Fähigkeiten sabotiert. Sie macht das irgendwie professionell. Wir quatschen uns ganz schön hier einen zurecht. Na, aber gut, okay, ich sag's mal. Was meinen Sie mit professionell? Wollen Sie damit sagen, dass sie eine Nutte ist? Er zwingt sich dazu, einen Schluck von seinem Bier zu nehmen. Nein, das hat er damit nicht gemeint. Vergessen Sie es. Kim versucht wieder zu retten. Okay, seien Sie ehrlich zu mir, Titus. Was ist wirklich passiert?
Bewege Titus dazu, dir alles zu erzählen, ist der neue Auftrag. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Er legt sein riesiges Gesicht in seine Pranken und seufzt. Wir haben ihn verdammt nochmal gehängt. Der Mann lässt nach. Es wirkt wie ein dramatischer Einbruch des Blutzuckerspiegels. Er schafft es nicht mehr, alle Variablen zu überschauen. Kommen Sie, Titus. Wir wissen, dass Sie ihn nicht gehängt haben. Er wurde erschossen. Er tippt auf sein Notizbuch. Ich weiß, dass Sie müde sind, genau wie ich. Warum lassen Sie es nicht gut? Wissen Sie was? Titus lehnt sich vor. Ich bin müde. Müde geworden von Ihnen und dieser Hure da oben. Wenn Sie das nächste Mal sehen, richten Sie ihr von mir aus, dass sie sich verpissen kann. Er schmeißt seine Bierdose auf den Boden. Das ist die bockige Wut von jemandem, der mit den Nerven am Ende ist, sagt das Zwielicht. Alles Lug und Betrug, wir sind hier fertig. Es ist vorbei, kapiert? Ihre kleine Ermittlung ist vorbei. Genau, im Raum herrscht Stille. Alan will etwas sagen, hält es dann aber für besser, zu schweigen. Auf den Boden tropft Bier aus der Dose in eine kleine Pfütze. Niemand unternimmt etwas dagegen. Warum herrscht hier so eine verdammte Totenstille? Was wir jetzt brauchen, sind ein paar Biere. Er sieht sich um. Barkeeper, 20 Bier für die Hafenarbeitergewerkschaft. Warum nicht gleich 40, ruft der Mann hinter der Theke. Warum nicht gleich 100 Bier? Ihr Jungs seid nicht laut genug. 100 Bier, das ist endlich mal ein Wort. Glenn wird munter. Zack, zack, immer her damit, Cafeteria-Manager. Gleich könnte sich dein Zeitfenster schließen. Je mehr Bier sie intus haben, desto weniger kooperativ werden sie sein, sagt die Elektrochemie. Okay, wir haben eine göttliche Probe auf Rhetorik. Das ist ja unmöglich, oder? Du überzeugst Titus, dass er manipuliert wurde. Ist eine weiße Probe, die wir natürlich göttlich 16. Das ist richtig schwierig, aber wir kriegen ein paar Pluspunkte. Wir haben über den 8. Hardy gesprochen, plus 1, vor dem Tribunal gewarnt, plus 1. Angus hält dem Druck nicht stand, plus 1, Sabotage der Fähigkeiten bekannt, plus 1 und seltsam auf die Kugel hat er reagiert, plus 1. Trotzdem liegen wir bei 17%. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einmal rausgehen darf. Ich hoffe ja, weil Rhetorik, ich gehe da mal wieder, sage ich erstmal. Wir gucken mal, ob wir irgendwas für die Rhetorik anziehen können, kurz, bevor die sich ein komplett zusaufen hier, aber ich glaube vielleicht eine Brille. Das ist minus 1. Es wird trotzdem wahnsinnig schwierig. Man kann die Probe offensichtlich wiederholen. Das ist nochmal minus 1. Wir kriegen nur Minuspunkte für die Rhetorik, weil wir nur so alberne Sachen haben. Tatsächlich gibt es nichts. Nix für die Rhetorik. Wo liegen wir denn da? Bei einer 1. Wir dürften es aber richtig hoch pushen. Warum eigentlich? Haben wir irgendeine... wir könnten natürlich eine rauchen. Das würde unseren Intellekt nach oben bringen, glaube ich. Warum dürfen wir denn das so hochziehen? Innenleben, das ist bestimmt eins von diesen Dingern hier. Ausdauer. Innenleben, Motorik... Magnesium-Aufnahmedrüsen plus 2 Willenskraft. Da ist die Rhetorik. Die fortgeschrittene Rassentheorie hat uns die Rhetorik erlernen lassen. Na, da ist sie doch zu was gut. Also gut, also was wir machen könnten... Ja komm, ich rauche mal eine Zigarette. Das ist das eine. Ich glaube, das sollte uns Intellekt geben. Alles andere, auch Speed, tut das nicht. Tauschen wir das aus. Und, na, wo ist sie jetzt hin? War das nicht in der Hand? Da ist sie. Okay, und hier ist dieses Ding ein bisschen falsch, aber ich zünde mir mal eine an. Ups, da. So, und dann probieren wir das mal. Oh, das wird aber sehr blau hier. Einen Gesundheitspunkt verlieren wir. Sie schon wieder, grüßt er dich schroff. Was ist? Wir probieren es mal einmal. Es wird wahrscheinlich, 28% jetzt mit der Zigarette in der Hand. Aber probieren schadet ja nichts, ne? Nein, das war nix.
Klaas hier führt sie alle an der Nase herum, erzählt ihnen, wie übel ihnen mitgespielt wurde und sie werden dir die Wahrheit sagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das anzugehen und sie alle sind wirklich gut. Ja gut, okay, jetzt werden wir das natürlich nicht schaffen, egal was wir machen. Ihr sagt mir ständig, dass die Auswahlmöglichkeiten gut sind und dann stellen sie sich als schlecht heraus, können wir sagen. Vielleicht ist das sogar das Klügste, dass wir eher mit unserem Körper reden und dem mal Bescheid geben, dass er das nicht so ausführen soll. Oder wir sagen, okay Männer, es ist offensichtlich, dass ihr an der Nase herumgeführt wurdet. Du packst dich selbst an der Nase und führst dich auf der Stelle im Kreis herum. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Kim, ich brauche noch mal ihre Waffe, ist auch nicht schlecht. Ich werde Ihnen eine kleine Geschichte über Kim hier erzählen. Das ist auch gut, aber ich packe mir erstmal selbst an die Nase. Mal schauen. Kein Stück, Arschloch, ruft Glenn dazwischen. Von uns kriegen Sie höchstens eins auf die Nase. Nein, nein, Glenn, ich will das hören. Wer zum Teufel führt mich Ihrer Meinung nach an der Nase rum? Was denken Sie denn wohl? Du führst dich weiter selbst an der Nase herum und grinst neunmal klug. Schade, dass sie eine Hure ist, du zwinkerst, Alter. Du führst dich zum Abschluss noch einmal rasend schnell im Kreis herum. Der Jäger wird zum Jäger. Ich probiere das nochmal mit dem Jäger. Der Jäger wird zum Jäger, rasend schnell im Kreis herum. Der Jäger wird zum Jäger, er schüttelt den Kopf. Kleiner Tipp für Sie, Bulle. Wenn Sie das nächste Mal jemanden verarschen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sie es nicht selber sind. Ja, meine Moral verloren. Was war denn da los? Fragt unsere Rhetorik. Warum hast du das gesagt? Meine Idee war das nicht. Nimm deine Finger von der Nase, bleib stehen und weich nie wieder so vom Drehbuch ab. Okay, jetzt brauchen wir leider Punkte in unsere Rhetorik. Ich gehe da mal wieder. Ach, Rhetorikpunkte. Naja gut, aber wenn wenigstens die Rassentheorie zu etwas gut war, dann ist es doch gut. So, können wir eigentlich diese Flipper, die hier stehen, untersuchen? Jetzt, nachdem wir heiß Flipper gespielt haben, scheinbar nicht. Steht hier eigentlich der Raucher rum? Tatsächlich, der ist ja hier. Hi, Gendarme. Noch ein Rendezvous? Da ist er wieder, der Raucher auf dem Balkon. Direkt hier im Whirling in Rex. Hi. Hallihallo. Was führt sie her? Da gibt es schon die nächste Probe, die legendäre Schwierigkeit hat. Was hat es mit seiner Art, sich zu geben, auf sich? Na gut, ich frage erstmal, was machen Sie hier? Ich bewundere die Atmosphäre. Er lächelt. Und Sie, Officer? Ich bin hier, um mich sinnlos zu betrinken. Ich bin hier, um den Laden aufzumischen und den Fall zu lösen. Ich glaube, das wäre das Ding, oder? Ich bin hier, um den Laden aufzumischen und den Fall zu lösen, an dem ich arbeite. Na dann, auf Ihr Wohl. Er prostet dir zu, bevor er an seinem Getränk nippt und Schaum seinen Mund benetzt. Erzählen Sie mir nochmal von diesem muskulösen Typen, der das Verbrechen untersuchen wollte. Oh ja, mal sehen. Ein paar Tage nach dem Lynchmord hat es an meine Tür geklopft. Anscheinend ist er durch das gesamte Gebäude gegangen und hat alle befragt. Wie hat er ausgesehen? Muskulös, attraktiv. Er zuckt lässig mit den Schultern. Stark, wie jemand vom Militär. Was haben Sie ihm erzählt? Nichts, dass ich nichts gesehen habe. Und er hat Ihnen geglaubt? Warum auch nicht? Haben Sie ihm von Ihrem Freund erzählt? Er zieht noch einmal an seiner Zigarette, bevor er die Stirn in Falten legt. Von welchem Freund? Von Ihrem Sonntagsfreund, dem Zeugen. Nein, ich glaube nicht, dass er zur Sprache kam. Okay, war er allein? Ja, aber er hat über seinen Ohrhörer mit jemandem gesprochen. Sein Ohrhörer? Ja, Sie wissen schon, diese winzigen Lautsprechermikrofone, wie sie schicke Sicherheitsbedienstete manchmal tragen. Was hat er gesagt? Er hat nur weitergegeben, was ich ihm gesagt habe. Hat er noch andere außergewöhnliche Merkmale, außer dass er muskulös ist? Oh, lassen Sie mich mal nachdenken, überlegen. Er sieht nachdenklich nach oben. Er hat mit einem Akzent gesprochen. Er hat sich angehört wie einer dieser Söldner. Er hat sich irgendwie oranjesisch angehört. Er schließt seine Augen.
Nein, nicht irgendwie. Vergessen Sie das wieder. Er hat sich definitiv oranjesisch angehört. Okay, danke für die Informationen. Immer gerne. Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen? Seine trägen Augen wandern über sein Gesicht. Nee, über dein Gesicht. Ich habe Ihren Sonntagsfreund getroffen. Oh ja? Ein leichtes Lächeln schmückt sein Gesicht. Wie hat er Ihnen gefallen? Naja, wir müssten ihm eigentlich sagen, wir haben ihn ziemlich beleidigt und dann ist er abgehauen. Sie mag ich lieber. Sie hatten recht, er war magisch-bürokratisch. Ich sage mal, sie mag ich lieber. Ach du je, er bricht in Gelächter aus. Wie kommt's? Wer ist er? Ein Besucher aus der ersten Welt. Er ist nicht wie wir, Gendarme. Er lächelt und sein Lächeln wirkt melancholisch. Er kann jederzeit zurückkehren. Wohin zurückkehren? Zu seinen Möglichkeiten im Occident, in Sur-la-Clef. Trotzdem, er atmet ein und lässt die Luft für einen Moment in der Lunge, bevor er sie wieder ausatmet. Sein Kommen und Gehen bringt etwas Leben in die Stadt. Oder vielleicht auch nur Geld, ich weiß es nicht. Er starrt auf die Theke. In welcher Beziehung stehen Sie beide? Wir sind Freunde, das habe ich Ihnen bereits gesagt. Sonntagsfreunde. Freunde, die sich ab und an treffen. Was soll das sein, ein Sonntagsfreund? Er seufzt. Dass er in harten Zeiten nicht für mich da sein wird, schätze ich. Das ist eine gute Antwort. Kann man das überhaupt einen Freund nennen? Kann man schon. An Sonntagen. Er lächelt. Warum war er denn mitten in der Nacht in Ihrer Wohnung? Er hat die Schlüssel und er mag die Aussicht. Er winkt sanft mit der Hand, in der er die Zigarette hält. Aufs Meer, meine ich. Okay, ich will nicht mehr über andere Leute reden, sondern über Sie. Brummt er. Was ist mit mir, Gendarme? Ja, 17%, ja, wir gucken doch mal. Ich sage erstmal Tschüss. Tschüss, Gendarme. Haben wir was für unsere Beherrschung an Kleidung? Jedes Mal wieder. Ein Gefummel ist das hier mit unseren ganzen Klamotten. Immer den Klamottensack hinten von der Schulter runternehmen. Da ist Beherrschung mit den Schuhen. -1 Beherrschung. So, schauen wir doch mal. Da werden wir doch ein bisschen Beherrschung zusammen trommeln können. Vielleicht. Die Hose hilft auch. Na komm. Irgendwas Schönes noch. Empathie, Zwielicht, Ausdauer. Nee, nix für die Beherrschung. Wir probieren es nochmal. 58%, das ist doch ziemlich gut. Na los. Was hat es mit seiner Art, sich zu geben, auf sich? Nee, liebe Leute, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Es ist ja quasi genau passend. Liebe Leute, es geht immer weiter mit Disco Elysium, mit diesem wundervollen Spiel. Jetzt gerade sind sehr viele Gespräche, sehr viel Kriminaldetektiv hin und her gerenne im Whirling in Rex, aber auch viele Informationen und viele tolle Geschichten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.